Hallo zu einem neuen Video. Heute sehen wir uns an, wie du einen Text in Microsoft Excel drehen bzw. rotieren kannst. Bevor wir starten, bitte diesen Kanal jetzt abonnieren, damit ich noch mehr Videos anbieten kann und bedanke mich sehr herzlich bei allen, die diesen Kanal dadurch unterstützen. Vielen Dank. Und jetzt starten wir los. Viele Anwender bereiten wöchentliche Berichte für Kunden oder auch interne Mitarbeiter auf. Aus diesem Grund ist es wichtig sicherzustellen, dass Berichte gut lesbar und auch weniger Platz auf dem Bildschirm einnehmen. Dadurch, dass sich ein Text drehen lässt, ist das hinsichtlich Darstellung Platzsparens in Berichten von Vorteil. Das ist besonders nützlich, wenn eine größere Überschrift und eine kleine Zahl angezeigt wird. Hier nehmen wir in unserem Beispiel folgende Tabelle an. Und zwar habe ich hier mehrere Spalten und in den Zeilen wir die Aufgaben von 1 bis 4 mit den unterschiedlichen Einträgen dargestellt. Nun möchte ich diesen Datensatz, welcher hier mit den Überschriften dargestellt ist, in den ersten Zeilen möchte ich diesen drehen. Wie kann ich das machen? Indem ich hier im Startmenü gibt es im Bereich der Ausrichtung diesen kleinen Unterpunkt, wo ich dann mehrere Möglichkeiten habe. Und zwar kann ich jetzt gegen den Uhrzeigersinn drehen oder im Uhrzeigersinn, vertikale Ausrichtung oder einfach nur den Text nach oben oder unten drehen. In unserem Fall möchte ich die Überschrift gegen den Uhrzeigersinn drehen und erhalte nun entsprechend diese Darstellung, welches uns mehr Platz hinsichtlich der Spaltenbreite ermöglicht. Du kannst auch Optionen wie den Winkel des Textes angeben. Dazu gibt es im Menü wiederum nach Selektion die Zellenausrichtung formatieren. Wenn ich darin navigiere, erhalte ich nun die Möglichkeit, eine bestimmte Ausrichtung in Form eines Ausrichtungsgrades anzugeben. Diesen kann ich beliebig wählen, beispielsweise hier minus 21 Grad, nur um das oder die Möglichkeiten darzustellen, welches diese Option bietet. Wie wir sehen, wird nun der Text minus 21 Grad dargestellt. Wie ihr seht, könnt ihr mit dieser Möglichkeit von der Textdarstellung noch etlich Platz im Bericht oder im Dashboard herausholen. Es ist auch die Möglichkeit, den Text ganz stark nach oben zu navigieren bzw. zu ausrichten. Jedoch ist mir ein solcher Anwendungsfall eher selten bekannt bzw. ist die Lesbarkeit wesentlich schwieriger. Wie ihr seht, könnt ihr damit zusammengefasst noch viel Zeit und auch Platz im Bericht in Excel ersparen. Und falls du Fragen dazu hast, hinterlass mir einfach einen Kommentar. Ich werde versuchen, dir zu antworten und würde mich sehr freuen, wenn du auch im nächsten Video mit dabei bist. Bis dahin, alles Gute und viel Erfolg!